Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 17.05.2018. Sieht Europa zu, wie Trump den Nahen Osten anzündet? Das ist die alarmierende Frage, die wir heute diskutieren. Wir werden in einem zweiten Teil dieses Podcasts auch über die Chancen der SPÖ Wien sprechen, sich mit dem neuen Bürgermeister Michael Ludwig neu aufzustellen. Ich freue mich, dass auf UKW auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Agora in Kärnten und die Hörer des Freirads, des Freien Radios Tirol mit dabei sind. In der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt begrüße ich die langjährige österreichische Spitzendiplomatin und Außenpolitik-Expertin Eva Nowotnik. Guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich, dass der Innenpolitikchef der Kleinen Zeitung gekommen ist, Michael Jungwirth. Hallo. Hallo. Er wird uns helfen, die österreichische Haltung in dieser zunehmend gefährlichen internationalen Situation zu verstehen. Das hoffe ich zumindest. Und wir warten auf den sozialdemokratischen Wiener Gemeinderat Omar Al-Rawi, der gerade von einer längeren Reise in den Nahen Osten zurück ist, aber er ist noch nicht da, denn als Gemeinderat muss er eine Abstimmung im Wiener Rathaus abwarten. Wir hoffen, dass er dazustoßen wird. Im Nahen Osten überstürzen sich diese Woche die Ereignisse. Die israelische Armee setzt Scharfschützen ein gegen jugendliche Demonstranten in Gaza. Sie tötet mehr als 60 Demonstranten. Mehrere tausend werden verletzt. Gleichzeitig verlegen die USA ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem auf Wunsch Trumps und als demonstrative Unterstützung für den israelischen Premier Netanyahu. Die Europäer lehnen diesen Schritt ab, weil sie finden, Jerusalem soll einmal in Zukunft Hauptstadt für beide Völker werden, die Israelis und die Palästinenser. Das alles vor dem Hintergrund eines tiefen Bruchs zwischen der Trump-Administration und den Europäern in der Politik gegenüber dem Iran. Bleiben wir zuerst in Israel, in Palästina. Ich lese in der Washington Post einen Kommentar, dass Trump der israelischen Regierung mit seiner Haltung eigentlich signalisiert, ihr könnt mit den Palästinensern tun, was ihr wollt. Eva Nowotny, wie sehr haben diese Massaker in Gaza auch etwas mit Trump und der amerikanischen Politik zu tun? Ich sehe hier durchaus einen Zusammenhang. Das war die Entscheidung von Trump, sowohl mit der Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels und dann auch mit der Verlegung der österreichischen Botschaft, gerade zu einem Zeitpunkt, wo Israel also die Gründungsfeierlichkeiten begeht und für die Palästinenser sozusagen ja damit ein Trauertag verbunden ist. Nakba war das der zündende Funke, der das Fass zum Überlaufen gebracht. Also zünden ist keine gute Metapher, aber sozusagen er hat in einen Schwelbrand noch ein bisschen Spiritus hineingegossen. Und das ist jetzt explodiert. Und ich glaube, man muss das auf verschiedenen Ebenen jetzt diskutieren. Denn auf der einen Seite geht es ja hier auch um die Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung der Bevölkerung im Gazastreifen. Ja? Das größte Gefängnis der Welt, das Freiluftgefängnis, das es im Moment gibt. Ja? Eine katastrophale Situation. Und die Hoffnungslosigkeit dieser jungen Menschen ist ja auch durchaus verständlich. Nicht? Früher hat man noch dass nach Ägypten, das, haben Sie noch konnte man nach Ägypten, können, das ist jetzt blockiert. Zu, alles blockiert. Nicht? Sie können nicht raus, es gibt keine wirtschaftlichen Perspektiven, es ist eine katastrophale Situation. Das heißt, dass sich das dann, und das ist ja dieser neue Weg jetzt einmal nicht mit Gewaltakten oder einer neuen Intifada, sondern mit friedlichen Märschen, ja, dass das aber zu Zusammenstößen führt mit dem israelischen Militär, war nahezu unvermeidlich. Aber die Demonstranten, die mit der Polizei oder mit den Sicherheitskräften zusammenstoßen, das gibt es ja überall. Also das ist bei G7-Treffen in Deutschland regelmäßig der Fall. Nur da werden nicht Scharfschützen eingesetzt. Da werden nicht Scharfschützen eingesetzt. Die Armee hat Scharfschützen eingesetzt. Und das ist jetzt eben die Frage der Verhältnismäßigkeit, nicht? Die ja auch im Sicherheitsrat in der Sitzung sehr deutlich angesprochen wurde, dass das eine unverhältnismäßig scharfe Reaktion war auf eine an und für sich unbewaffnete Jugendlichengruppe, die da marschiert ist. Nicht? Vielleicht auch wenn ein paar Molotow-Cocktails geflogen sind. Nicht? Aber es war nicht sozusagen ein lebensbedrohender, existenzbedrohender Angriff auf Israel. Die zweite Frage, die du auch angesprochen hast, ist die Frage mit Jerusalem. Nicht? Und da gibt es halt einen internationalen Konsens, dass Jerusalem eine derartig
befrachtete Frage ist, die religiös befrachtet ist, emotionell befrachtet ist, ideologisch, historisch befrachtet ist, dass die wirklich sozusagen als letzter Schritt in einer umfassenderen Lösung angegangen werden sollte. Und diesen Konsens hat Trump jetzt durchbrochen. Nicht? Die Resolution im Kongress, dass Israel sozusagen die Botschaft auch verlegt, dass die USA die Botschaft nach Jerusalem verlegen, ist ja schon ziemlich alt, nicht? Aber sie wurde nie aktiviert. Reden wir über Jerusalem vielleicht noch separat. Ja. Bleiben wir noch bei diesen Auseinandersetzungen in Gaza, diesem Massaker. Die europäischen Reaktionen sind ein Aufruf an Israel, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Aber es sind jetzt mehr als 100 Tote, wenn man nicht nur diese Woche ansieht, sondern die letzten 14 Tage ansieht. Kann man wirklich sagen, das sind Zusammenstöße, wenn man eine schwer bewaffnete Armee hat und dann Jugendliche, die vielleicht Molotow-Cocktails einsetzen. Sind die Europäer in Wirklichkeit da sehr zurückhaltender gegenüber Israel, als sie das gegenüber einer anderen Regierung wären? Michael Jungwirth? Schwierige Situation. Also ich bin jetzt nicht mehr so in der europäischen Politik drinnen. Ich war zwar lang Korrespondent und früher Außenpolitiker. Also ich kann mich nur erinnern an die 90er Jahre. Was war das damals für Situation? Oslo und die ganzen Friedensbemühungen, wo man versucht hat, einen Konsens herbeizuführen. Und seit dem Jahr 2001 geht es nur in eine völlig andere Richtung. Nicht? Und Netanyahu und Trump machen nichts anderes als zuspitzen, als den Konflikt zu befeuern, statt ihn irgendwie zu befrieden oder zu befriedigen. Ich meine, die Europäer, wie gesagt, ich war lange in Brüssel. Das außenpolitische Problem ist, dass die Länder halt relativ heterogen sind und unterschiedlich ticken, die Mitgliedsländer, inklusive Österreich, und es deshalb nie eine konzentrierte, gemeinsame, starke Außenpolitik gibt. Es ist oft sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Also die Europäer sind da auch eher in der Rolle des Zuschauers, aber selbst verschuldet. Die Europäer kritisieren das Vorgehen der israelischen Regierung, kritisieren auch die Siedlungspolitik, aber das bleibt auf der Ebene der diplomatischen Kritik und der politischen Kritik. Es gibt keine Konsequenzen. Könnte es Konsequenzen geben oder ist das einfach die Zurückhaltung, die man hat, weil Europa ja eine historische Verantwortung gegenüber Israel hat und Israel ja irgendwie dazugehört? Man hat das gesehen bei meinem Eurovisions-Contest, wo die israelische Sängerin Erste geworden ist. Also Israel gehört irgendwie dazu, aber gleichzeitig politisch ist es auf einem ganz anderen Dampfer, was den Nahen Osten betrifft, als die Europäer. Ich glaube, es ist zweierlei. Es ist zum einen zurückhaltend gegenüber Israel und zum anderen ist es eine nach wie vor die außenpolitische Ohnmacht der Europäer, die da mit hineinspielt. Und es ist natürlich ein sehr komplexes Gebilde, der ganze Nahe Osten. Und ich bleibe dabei, die Europäer sind da in erster Linie haben schon vieles mitbewirkt, nicht? Iran-Verhandlungen in Wien und dergleichen, gemeinsam mit den Amerikanern und den anderen. Also man schafft schon einiges, aber ich glaube, das ist einfach eine Nummer zu groß. Die Palästinenserorganisation Hamas ist die dominante politische Kraft in Gaza, hat zu diesen Demonstrationen aufgerufen, hat offensichtlich in Kauf genommen, dass es da Opfer gibt. Wie sehr konzentriert man sich zu sehr auf die israelische Seite, wenn man sagt, die Verantwortung für diese Opfer liegt bei denen, die geschossen haben? Was ist aus europäischer Sicht der Teil der Verantwortung bei der palästinensischen Führung, die das doch organisiert hat? Ja, ich würde zunächst einmal meinen, ich glaube, dass in der grundsätzlichen Haltung der Europäer zu Israel schon die moralisch-historische Komponente nach wie vor eine Rolle spielt. Und dass wir in vielen Fragen zurückhaltender auftreten, als vielleicht angebracht wäre. Auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, dass wir finanziell und wirtschaftlich so eng mit Israel verbunden sind. Und letzten Endes ist ja die Europäische Union, die palästinensische Selbstverwaltung, die palästinensische Autonomiebehörde noch am Leben hält, ja, durch ihre finanziellen Leistungen, dass wir da im Verhältnis zu dem, was wir investieren in diese Region, an politischen Einfluss völlig zurückfallen. Also der politische Einfluss, den Europa ausübt in dieser Region, ist vernachlässigbar. Ja? Nun glaube ich, dass man wohl
der Hamas den Vorwurf nicht ersparen kann, dass sie also diese Jugendlichen natürlich sehenden Auges in diesen Konflikt geschickt hat. Dass die unverhältnismäßig scharfe Reaktion der Israelis dann zu diesen Toten geführt hat, ist eine andere Sache. Ja. Aber Hamas musste wohl wissen, dass das mit Gewalttaten endet. Nicht? Eva Novandi hat es angesprochen, die Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem ist ein politischer Faktor, der die Situation weiter angespannt hat. Österreich sagt, die österreichische Botschaft bleibt in Tel Aviv. Allerdings hat die FPÖ, die Freiheitliche Partei, immer schon eine Verlegung nach Jerusalem gefordert, wohl um zu beweisen, wie pro-israelisch man ist. Der österreichische Botschafter in Israel hat an einem von Premier Netanyahu gegebenen Empfang teilgenommen, bei dem fast alle Europäer ferngeblieben sind, alle westeuropäischen Staaten. Außenministerin Karin Kneißl weist in der ZIP 2 des ORF die Vermutung zurück, dass sie als von der FPÖ nominierte Ministerin bei den Israelis irgendwie punkten wollte, um vielleicht die israelische Blockade gegen die FPÖ aufzuheben. Eine Feier, die da gestern stattgefunden hat, wo es um Jerusalem per se ging, ja, ist eine Feier. Und an der hat Österreich teilgenommen, nicht um irgendwo zu punkten, sondern einfach um auch zum Ausdruck zu bringen, wir sehen da sozusagen diese auch die Freude, die die Israelis damit haben. Und das ist auch aus ihrem Beitrag herausgegangen. Es sorgt für Freude auf der einen Seite und es sorgt für Kontroverse auf der anderen. Das ist Außenministerin Kneißl in der Tipp 2. Jetzt ist das einer von mehreren Schritten, wo man den Eindruck hat, Österreich setzt sich vielleicht von den großen Positionen der Europäer, von Kerneuropa ab, von Westeuropa ab. Karin Kneißl weist das zurück natürlich. Wie sieht das der Innenpolitik-Experte Michael Jungwirth? Ich glaube sie nicht. Sie hat es sicher gemacht. Ich meine, sie hat ja selber gesagt, dass sie mit dem Botschafter telefoniert hat. Also das ist ja eingehend besprochen worden. Der Botschafter wird es sicher sehr genau gesagt haben, wer dort hinkommt, wer nicht hinkommt. Sie hat dann entschieden, ob in Absprache mit dem Kanzler oder mit dem FPÖ-Chef, weiß ich jetzt nicht. Aber natürlich ist es ein Schritt, um zu punkten. Das ist ein klares Signal, das natürlich in Israel genau wahrgenommen wird, dass die Österreicher zumindest an dem Empfang, nicht an der Botschaftseröffnung, muss ich sagen, aber an diesem Empfang aus Anlass der Botschaftseröffnung am Vortag oder am Vorabend teilgenommen haben. Natürlich ist das innenpolitisch bedingt aufgrund der ganzen Konstellation, keine Frage. Setzt sich Österreich, die österreichische Regierung, schrittweise ab von den außenpolitischen Initiativen Kerneuropas, Westeuropas, Eva Novotny? Na, der Eindruck ist auf jeden Fall da, nicht? Und ich möchte schon dazu sagen, sie hat ja in dem Interview, das gerade zitiert wurde, auch davon gesprochen, dass damit keine völkerrechtlichen Konsequenzen verbunden sind. Völkerrechtliche Konsequenzen stehen auf einem anderen Blatt, aber es hat natürlich eine hohe politische Symbolik. Ja? Und Federica Mogherini, die sicherlich natürlich keine Vorschriften machen kann in diesem Zusammenhang, hat aufgerufen, die europäischen Mitgliedstaaten, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, hier mit größter Zurückhaltung vorzugehen und an den Feierlichkeiten nicht teilzunehmen. Österreich, die Tschechen, die Ungarn, die Rumänen waren dort. Warum haben sie das gemacht? Ja, ich weiß, die Vermutung ist natürlich da, um auf irgendeine Art und Weise zu punkten. Ich glaube nur, dass das auch ins Leere geht, weil den Israelis wird es ziemlich egal sein, wer von den Botschaftern dort dabei war. Und ich glaube nicht, dass das für Österreich so einen großen, nachhaltigen Erfolg bringen wird. Aber für uns bleibt die Symbolik, dass wir uns aus der Gruppe der Kerneuropäer ausgeschlossen haben. Und das ist nicht das erste Mal, sondern das war auch in der Geschichte mit den russischen Diplomaten, das ist in so vielen kleinen Dingen, wo wir uns positioniert haben, wo wir meiner Meinung nach nicht hingehören. Unsere Rolle wäre, unsere Position wäre meiner Meinung nach im Kerneuropa und nicht am Rand. Ich möchte ein bisschen widersprechen, also nur nuanciert widersprechen. Natürlich, Karin Kneißl ist eine Außenministerin, die in Israel nicht empfangen wird. Sie wird nicht empfangen. Alle freiheitlichen Minister werden nicht empfangen. Und natürlich ist die Hoffnung, und das ist das Bemühen der Freiheitlichen, auch in Kombination mit dem Kanzler, dass eines Tages vielleicht freiheitliche Minister empfangen werden. Die erste, die empfangen werden würde, wäre wahrscheinlich die Außenministerin, die ja nicht der Freiheitlichen Partei zugehört. Also es ist sicher, damit ich teile komplett ihre Analyse mit Kerneuropa,
das Wettbewegen. Aber die Hoffnung ist, dass man vielleicht doch ein Signal an Israel setzt und die Israelis auf die Art und Weise, ich möchte nur darauf verweisen, dass der Kanzler in 2 Wochen in Israel unten ist, 3-tägiger Besuch bei Netanyahu. Und das wird natürlich ein Thema sein. Und die Hoffnung ist, dass sich das vielleicht ein bisschen entkrampft. Das ist die Hoffnung der Regierung. Ob es funktioniert, das wage ich zu bezweifeln. Aber es ist quasi ein weiterer Schritt, um irgendwie zu demonstrieren, wir sind doch stärker auf eurer Seite als vielleicht auf anderer Seite und empfängt uns dann. Die außenpolitische Stärke der Europäer wird es nicht gerade auch Österreich ist, ja, ein bisschen auf Distanz geht. Noch eine Frage entzweit die Europäer und die USA in der Zeit. Das ist der Atomdeal mit dem Iran. Die Europäer haben jetzt eine Woche Zeit gehabt, um sich von dem Schock zu erholen, dass die Trump-Administration sich absolut nicht an die Einwände der Franzosen, der Briten, der Deutschen gekümmert hat bei der Aufkündigung dieses Deals. In Washington verschärft man noch eher den Ton. Der neue Sicherheitsberater im Weißen Haus ist John Bolton, ein Diplomat, der sich als Superhardliner inszeniert. Bolton warnt die Europäer auf CNN, dass europäische Firmen mit Sanktionen rechnen müssen, wenn sie die neuen amerikanischen Sanktionen nicht einhalten. Die Überraschung der Europäer wird sich schon legen, sagt Bolton auf CNN. I think at the moment there's some feeling in Europe that they're really surprised we got out of it, really surprised at the reimposition of strict sanctions. I think that will sink in and we'll see what happens then. With all due respect, I didn't get an answer to the question. Is the U.S. going to impose sanctions on European companies that continue to do business with Iran? I think I did give the answer. Well, you said answer, we'll see. The answer is it's possible. It depends on the conduct of other governments. Klar, Sanktionen gegen europäische Firmen im Iran werden möglich sein, bestätigt der amerikanische Sicherheitsberater John Bolton auf Nachfrage des CNN-Moderators Jake Tapper. Zündet Trump den Nahen Osten an? Unsere Frage in diesem Podcast habe ich dem langjährigen Iran-Korrespondenten der Zeit, Ulrich Ladurner, gestellt. Zündet ihn nicht an, aber ich sage mal so, er trägt nicht dazu bei, dass er sich beruhigt. Also sicherlich ist er ein Brandbeschleuniger. Aber natürlich hat Trump auch viele Schwächen aufgedeckt, die es gibt. Also zum Beispiel mit Blick auf Europa gibt es natürlich eine Schwäche. Europa hat eigentlich keine Außenpolitik und auch das Abkommen mit Iran ist kein Ersatz für eine Außenpolitik. Und Trumps erratisches Verhalten und auch provokantes Verhalten deckt das natürlich dramatisch auf. Und ich glaube, das ist der Punkt, über den wir in Europa reden müssen, über die Schwächen Europas und weniger über die Verrücktheiten Trumps. Welche Folgen hat es für die Region, wenn die Trump-Administration einen sogenannten Regime-Change anstrebt im Iran, also den Sturz der Islamischen Republik? Ja, das heißt ein erhöhtes Kriegsrisiko. Man muss sehen, alle amerikanischen Administrationen seit 1979, seit der Revolution und seit der Installation der Islamischen Republik Iran haben mit diesem Regime nie leben können. Sie wollten es alle irgendwie weghaben. Das war bei Obama nicht anders. Also es gab nie Sicherheitsgarantien aus Washington für Teheran. Trump ist jetzt natürlich einen Schritt weiter gegangen. Er ist da sehr hart und sehr radikal. Also das Kriegsrisiko in der Region, die ohnehin schon vom Krieg heimgesucht wird. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, Trump hat einen wichtigen Punkt, indem er sagt, hört mal zu, das Atomabkommen mag zwar gut und nett sein, aber wenn ich mir anschaue, was die Iraner in den letzten 3 Jahren gemacht haben, dann sehe ich, dass sie eine sehr aggressive Expansionspolitik betrieben haben. Und es ist de facto heute so, dass die Revolutionsgarden von Afghanistan bis ins Mittelmeer sich frei bewegen können. Und sie sind an den Grenzen Israels. Und das ist schon ein Riesenproblem, auf das Trumps Verhalten aufmerksam macht. Es macht es nicht besser. Aber ich glaube insgesamt, dass wir heute eine Zeit leben, in der wir einen großen Krieg in der Region befürchten müssen. Einen großen Krieg in der Region befürchtet der Zeitkorrespondent Ulrich Ladurner. Eine ziemlich düstere Perspektive. Teilen Sie diese Einschätzung, Eva Novotny? Ich glaube, niemand im Moment kann diese Gefahr ausschließen. Die Konstellation ist derartig konfrontativ. Und das geht ja also die Golfstaaten, das geht Israel, das ist Syrien, das ist die ungelöste Rolle der Türkei, das ist Iran. Das heißt, die ganze Region ist in einem Aufruhr und es stehen sich dort alle schwer bewaffnet bis an die Zähne gegenüber. Das heißt, dass da sozusagen das Wort vom Brandbeschleuniger ist gefallen, nicht? Dass da ein Brandbeschleuniger hineinkommt, der wirklich zu einer größeren Konfrontation führen kann, ist im Moment nicht aus.
auszuschließen. Ich war zur grundsätzlichen Frage, habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen in Foreign Affairs von Jeremy Shapiro, der sagt eigentlich, die Amerikaner müssen nicht mehr auf Europa hören, weil Europa schimpft eigentlich immer nur, aber tut dann letzten Endes nichts. Das heißt, es ist völlig egal, was sie sagen, man kann sich ruhig darüber hinwegsetzen. Und das ist offensichtlich die Linie, die also von Trump, Bolton und den anderen Beratern, die im Moment das Sagen haben, auch verfolgt wird. Michael Jungwirth, ist den Europäern klar, wie tief dieser Bruch geht mit Amerika? Oder hofft man nicht letztlich doch, okay, das wird sich schon arrangieren, es gibt vielleicht in ein paar Jahren einen neuen Präsidenten und dann wird alles so wie vorher sein? Also ich glaube, die Europäer merken schon langsam, dass diese Kluft sehr, sehr tief ist, auch bei den Wirtschaftssanktionen. Ich weiß nur von österreichischen Unternehmern und österreichischer Regierung, die beginnen sich schon das sehr genau anzusehen, was das heißen könnte, würde, wenn es solche Sanktionen gibt, wenn also irgendwelche österreichischen Firmen, die noch im Iran drinnen sind, was das für Konsequenzen hätte für ihre Amerika-Geschäfte. Also dieser Aspekt, glaube ich, ist den Europäern schon klar. Aber welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Sie werden abziehen. Sie werden mit ihren Firmen abziehen. Also ich glaube, sie werden nicht Widerstand leisten gegen die Maßnahmen. Sie werden das rhetorisch tun. Ich meine, ich erinnere nur daran, dass Macron bei Trump war. Es war dann auch die Frau Merkel bei Trump innerhalb von 5 Tagen. Das war natürlich eins der wesentlichen Themen. Auch dieser Iran-Deal hat nichts bewirkt. Trump ist seine Linie durchgefahren und hat seine Linie durchgezogen. Und die Europäer nehmen das zur Kenntnis. Was bedeutet das für die Rolle der Europäer in der Welt, wenn sie jetzt in dieser Sache, Iran-Deal, wo sie sich so stark engagiert haben, nachgeben und akzeptieren, dass sich das durchsetzt, was Donald Trump in Washington beschließt, entgegen einem einstimmigen Beschluss im UNO-Sicherheitsrat, entgegen allen Forderungen der Europäer, auch der Briten, die in dem Fall ganz auf europäischer Linie sind? Also ich glaube, es wäre eine katastrophale Sache und wir sind an einem Punkt angekommen, wo es letzten Endes auch um europäische Selbstachtung und Selbstrespekt geht. Nicht? Man hat so viel investiert in dieses Abkommen und dieses Abkommen ist auch für die europäische Sicherheit ein sehr wichtiges. Es löst nicht die ganze Problematik Iran in der Region, aber es ist ein Teilbereich, der äußerst wichtig ist. Und es ist ja nicht nur Europa, es ist auch Russland mit an Bord, es ist China mit an Bord. Das ist eine Sache, die de facto im globalen Rahmen stattfindet. Man beginnt jetzt, und das halte ich für ein ganz gutes Zeichen, wieder einmal darüber zu reden, ich weiß, ob Sie sich erinnern, die Blocking Resolution aus 1996. Was war das? Also damals, das war eine Resolution der Europäischen Union, die europäischen Firmen, die der Gefahr amerikanischer Sanktionen ausgesetzt sind, in Erfüllung einer europäischen Politik, ja, um sie vor diesem Schaden und diesen Beeinträchtigungen zu bewahren. Ob es dazu kommt, dass das wieder auflebt und dass man sich hier einigt auf eine Maßnahme, wage ich im Moment nicht anzusprechen. Aber es ist, die Verhandlungen darüber haben begonnen. Und ich würde es also für sehr wünschenswert halten, dass Europa wirklich hier eine gemeinsame und wirklich harte Linie fährt in der Aufrechterhaltung dieses Abkommens. Wir können hier diesem Druck einfach nicht nachgeben, ohne jeden Hauch von Selbstachtung und Selbstrespekt noch einzubüßen. Normalerweise in jeder internationalen Situation hat die erste Supermacht ist darauf bedacht, dass irgendwie Stabilität herrscht. Ja, in der jetzigen Situation ist das Gegenteil. Ja. Im Gegenteil, die erste Supermacht der Welt sorgt für Instabilität, destabilisiert und das ist eine Herausforderung, mit der die Europäer zu tun haben, der wahrscheinlich auch China zu tun hat, mit der andere auch zu tun haben. Und wir werden über diese. Aber wie oft habe ich schon gehört, jetzt ist die Stunde der europäischen Emanzipation, jetzt werden wir uns endlich emanzipieren. Also die Hoffnung zumindest der europäischen Emanzipation, dass jetzt der Moment gekommen ist, ich kann mich auch erinnern an den Irakkrieg 2003 und dergleichen, obwohl dann Europa ja geteilt war, da ist ja die Frontlinie quer durch die damals 24 EU-Länder gegangen. Also es wäre natürlich höchste Zeit, dass sich die Europäer das zum Anlass nehmen, um sich wirklich einmal zusammenzuraufen und wirklich eine kohärente Linie fahren. Nur bin ich mir nicht so sicher, wenn ich mir die Staaten anschaue, wie Polen, wie Ungarn, wie Tschechien,
diese drei Länder, die gerade bei dem Empfang dabei waren, die werden sich auch was gedacht haben. Ne? Also das ist halt das, dieses Problem dieser Inkohärenz der europäischen Außenpolitik. Das geht eher auseinander als zusammen in Europa. Vielen Dank, Michael Jungwirth, vielen Dank. Eva Novotny, noch ein Zusatz? Naja, ich wollte nur gerade im Anschluss an das, was Michael Jungwirth gerade gesagt hat, wir haben es ja zu tun mit großen Verschiebungen im globalen Rahmen, nicht? Und wenn Europa nicht in der Lage ist, sich hier wirklich also auf eine gemeinsame, starke und konzise Außenpolitik zu einigen, werden wir mit unserer Sammlung von kleinen Staaten ein Spielball von Mächten, die mit uns machen werden, was sie wollen. Ja? In dem Verhältnis mit einer neu aufstrebenden Großmacht China, mit Indien vor der Türe, mit Russland, das jetzt schon so ihren Einfluss ausübt in Europa, mit Amerika, das also de facto uns nicht mehr zuhört, wenn wir sprechen. Das heißt also, Europa kann nur sich behaupten, wenn wir einig vorgehen und eine wirklich gemeinsame, starke und konzise Basis haben. Danke, Eva Novotny, danke, Michael Jungwirth. Wir fahren fort mit einem Gespräch mit Omar Al-Rawi, der uns berichten wird, was seine Eindrücke aus Bagdad waren, aus den arabischen Staaten waren. Dankeschön. Und jetzt ist auch Omar Al-Rawi zu uns gekommen von einer Sitzung im Wiener Gemeinderat, die ganz dringend war. Omar Al-Rawi ist zurück von einer Reise im Irak, im arabischen Golf. Wie ist die Stimmung dort angesichts dieser dramatischen Ereignisse in Gaza, den vielen Toten, den vielen Verletzten? Ist das für die Menschen eine Bestätigung dessen, was sie immer schon geglaubt haben, Israel ist an allem schuld, Amerika ist an allem schuld, oder geht das darüber hinaus? Ja, das geht in der allgemeinen Hilflosigkeit hinein, dass man sieht, es gibt eigentlich irgendwie keine Lösung. Der ganze arabische Raum ist destabilisiert, in Syrien zerfällt ein Staat mit vielen Toten und Verletzten. Der Irak hat sich gerade aus dem IS-Terror erholt und leckt seine Wunden. Und es bleibt die palästinensische Frage, und die Lage der Palästinenser ist einfach eine Herzensangelegenheit von allen Ländern dort. Und diese Entscheidung, dass die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem von Trump transportiert wird, wird nicht gutiert. Es gibt ein Riesenhass, eine Riesenverzweiflung über diesen Akt. Und es läuft ja über die sozialen Medien, über Twitter wird dieses Thema natürlich sehr thematisiert. Jetzt läuft eine WhatsApp-Aktion, wo jeder sich deklariert und sagt, nein, Jerusalem ist die Hauptstadt Palästinas. Also es ist ein Thema, das die Bevölkerung schon mitnimmt. Aber angesichts der ganzen restlichen Chaos, mit dem diese Leute zu tun haben, geht es teilweise irgendwie verloren und poppt halt immer wieder auf. Im Irak haben ja die Amerikaner einen ganz entscheidenden Einfluss seit der amerikanischen Invasion, seit dem Sturz Saddam Husseins. Wie ist eigentlich das Verhältnis im Irak zu den USA, auch zu Trump? Ist es anders als in anderen arabischen Staaten? Naja, im Irak haben wir nicht nur die USA einen großen Einfluss, sondern der Iran spielt auch leider einen sehr großen Einfluss. Und andere Länder wie Saudi-Arabien versuchen natürlich auch Einfluss zu gewinnen. Die Türkei mit ihrer Grenzziehung zu den kurdischen Gebieten versucht dort auch eine Rolle zu spielen. Die Sorge, die jetzt gerade im Irak, nachdem jetzt die Wahlen geschlagen worden sind, ist eben die Sorge, dass sich das neue Parlament, da hat ja eine sehr starke Fraktion, die von Iran abhängig sind, die Nummer zwei der Plätze gemacht. Abadi, der sozusagen als der Kandidat des Westens und der Amerikaner gilt, hat nur den drittstärksten Platz mit den Mandaten erreicht. Und es wurden seit gestern kursieren über die Meldungen, dass irgendwelche Banken im Irak auf der Terrorliste gesetzt worden sind, in welche Leute von den Sanktionen aufgenommen
aufgenommen worden ist. Und jetzt wird schon im Irak diskutiert, dass der iranisch-amerikanische Konflikt weiter jetzt auf irakischem Boden wieder ausgetragen wird. Und vergessen wir nicht, dass seit der Invasion der Amerikaner im Irak hat ja der Iran auch eine große Rolle gespielt, weil der Iran wusste, solange der Irak nicht befriedet ist, ist er Außenschneider. Und die Sorge ist jetzt, dass dort wieder diese Konflikte wieder aufpoppen und eskalieren, um eben abzulenken, dass man nicht selber Ziel einer Attacke oder eine Invasion wird. Zurück zur Situation in Gaza, den vielen, vielen Toten, den tausenden Verletzten, die es gibt. Wie sieht man eigentlich Hamas, die dominante politische Kraft in Gaza, in der arabischen Welt? In Europa gilt Hamas als Terrororganisation und Hamas hat ja diese Demonstrationen schon auch organisiert, die dann zu diesem Massaker geführt haben, zu den Schüssen der israelischen Scharfschützen. Ja, sehr ambivalent, weil ja jetzt in der arabischen Welt auch die Lager sich sehr stark getrennt haben. Es gibt die einen, die sich jetzt positionieren gegen jegliche Form von politischen Islam, von Moslembrüderschaft, die auch diese Organisationen selber auf die Terrorliste gesetzt haben, und dann hat man auf der anderen Seite wieder Länder, die diese Leute hofieren. Also das ist eine sehr verschwommene, verwirrende Situation, weil die Lage nicht mehr so klar ersichtlich ist. Aber ich glaube, dass diese Eskalation über den Transfer der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem und auch jetzt diese Eskalation in Gaza viele gar nicht im Zusammenhang oder im Konnex mit der Hamas sehen, sondern einfach eine Solidarisierung mit der palästinensischen Frage im Vordergrund stehen. Das war der erste Teil des Falterradios für Donnerstag, den 17.05.2018. Wir fügen gleich noch einen zweiten Teil an, indem wir die Frage stellen, wie es weitergehen wird in Wien und wie es weitergehen wird mit dem Roten Wien. Vielen Dank, Omar Al-Rabi, vorläufig. Ich verabschiede mich noch nicht ganz und auch Omar Al-Rabi bleibt hier am Tisch sitzen. Ich hoffe, dass auch Sie beim zweiten Teil heute dranbleiben. Omar Al-Rabi ist ja Wiener Gemeinderat und wird uns berichten, wie die Stimmung in Wien ist, in der Wiener Sozialdemokratie. Auf gleich. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.